Also wir werden jetzt einen echten Konflikt haben. Bitte mal meinen ersten Konfliktpartner, der erste, der wirklich unter mir zu leiden hat. Das ist, glaube ich, Felix. Ja, Felix. Das ist unser Requisiteur Felix, das ist Hallo. Frau Brandner. Hallo. Felix, zwischen uns beiden rappelt es regelmäßig. Ja. Bitte in Kurzform, Frau Brandner, darlegen, wo hakt es zwischen uns beiden? Naja, also wie gesagt, die Arbeitsverhältnisse sind halt wirklich nicht besser geworden. Ich hatte schon mal die Möglichkeit, mich zu beschweren bei Ottmar Schreiner. Das hat nichts genützt. Es hat was gebracht, den warmen Händedruck habe ich bekommen. Das war aber auch das erste und einzige Mal, das weißt du auch ganz genau. Und es ist jetzt schon die mittlerweile wahrscheinlich die 40. Folge, die ich mache. Und der Druck wird immer einfach gewaltiger. Man kommt nicht mehr hinterher mit der Arbeit. Man arbeitet bis teilweise 2:30 Uhr morgens, muss 7 Uhr wieder aufstehen. Und dann kriegt man den nächsten Anruf. Man muss noch ein Auto organisieren, das Guido Mobil zum Beispiel. Ja. Um 6 Uhr abends, dann sollen wir noch ein Guido Mobil auftreiben. In der Farbe, nachts bei Minusgraden dann gelb lackieren. Und der Lindner hat dir deinen Joint weggekippt. Ja, das ist in Ordnung. Das ist alles richtig. Das ist Produktion. Und was aber ist aus Ihrer Sicht die meine Position Frage? Ist, dass es eher noch schlimmer wird. Wir werden in der nächsten Staffel zum Teil täglich senden, Felix. Wir werden nicht mehr Geld haben, denn ich bin Vater. Ich brauche die Kohle selber. Dann musst du die selber bauen, die Sachen, oder mit anpacken. Es ist ich der freie nicht, Markt. Du hast diese Pfeile zum Beispiel gebastelt für die Spiel. Das ist prima, aber das muss gehen. Das muss auch gerade in einem vereinten Europa gehen. 10 Assistenten so wie du. Und darf ich mal jetzt am besten Sie sprechen mit mir? Weil das untereinander kennen Sie ja, ne? Ja, leider. Also ich habe es auch satt, dass man von so Leuten immer blöd angemacht wird. Man setzt sie in Brot und Arbeit und kriegt dann immer so... Also nett und cool, wie er in der Show tut, so dämonisch also das heißt, hetzt er uns durch die ganzen probieren, Tage. Die Themen rauszuarbeiten und was überhaupt die Themen sind. Ist übrigens wichtig, die Prinzipien der Mediation ist eine Offenheit, für die, dass sie alles sagen, dass alles auf den Tisch kommt, ja. Dass sie alles? Ergebnisoffen sind, alles. Ich finde ihn nett, aber er bringt schlechte Stimmung ins Team. Mit diesem ewigen Gequengel, immer dieses Gewerkschaftsgerede und so weiter. Dafür haben wir keine Zeit, wir sind beim Privatfernsehen. Es gibt eben Leute, die nicht immer mitlachen. Das ist einfach ja, am alles. Besten ist es, wenn ich mal ganz kurz das erläutern kann. Also Offenheit, sie müssen ergebnisoffen sein, vertraulich, nichts geht hier raus, außer ins Fernsehen. Und ich bin versucht, zwischen den beiden parteilich zu sein. Das ist meine, also sag mal, dass ich für die beide sie verstehe. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass Sie bereit sind, wirklich am Ende zu sagen, es sieht auch ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe. Das stimmt, aber er ist so ein bisschen Griechenland, in dem europäischen Ding jetzt mal. Aber jetzt versuchen wir mal, die Themen zu erarbeiten. Ja, er ist im Grunde, wenn wir es europäisch machen, fest, er ist Griechenland, ich bin Deutschland. Ich zahle und er beschwert sich. Du bist die Bad Bank. Wenn Sie so weiter untereinander sich anschreien, und man kommt verschuldet raus. Dann brauchen Sie mich eigentlich nicht. Das ist übrigens das wichtigste Prinzip, die Freiwilligkeit. Sie können immer wieder gehen in der Mediation. Es verpflichtet Sie keiner, hier zu sein. Wenn ich versuche, mal die Themen zu erarbeiten. Sie haben gerade gesagt, es ist eine Frage der Arbeitszeiten. Ja. Es ist eine Frage von Gehalt, sagen Sie. Sie zahlen ihm eigentlich viel zu viel. Also was ist Gehalt, Zahlung? Was wichtig hier ist, dass wir versuchen, Lösungen zu erarbeiten und nicht richtig. Kompromisse. Ja? Genau. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Für eine Lösung, erinnern Sie ihn doch an das Schicksal des Beleuchters. Vielleicht Beleuchter? Das Toningenieurs. War das nicht eine Columbo-Folge? Nein, den wir dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt haben in einer anderen Folge. Na, jetzt geht es erstmal um die Requisite. Ich glaube, das ist erstmal wichtiger als irgendein Beleuchter, oder? Aber so über andere zu reden, die hier im Schweiß ihres Angesichts diese Lampen anzünden, in also, denen ich erstrahlen kann, das geht nicht. Die Beleuchter könnten ja auch genauso stehen. Wenn es gratis ist, bin ich guter Arbeitgeber. Man kann übrigens Mediation noch mit viel mehr Konfliktparteien machen. Von daher, wenn Sie es nicht mehr wollen, Ihr Vorschlag? Kommen ein paar dazu. Denn wir haben also noch die Sache, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Es ist wichtig, dass man weiß, worum es geht. Und dann ist die... Wir schätzen unser Repertoire völlig falsch ein. Denn wie der große Kurt Felix gesagt hat, man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher was hineingetan hat. Aber sagen Sie doch mal, wenn Sie jetzt morgen zur Arbeit kommen... Das war der Endgong? Ja, so geht das immer. Man kommt gar nicht zum Punkt. Wenn Sie zur Arbeit kommen und morgen, es fühlt sich richtig gut an, alles ist okay. Was er kommt hat sich nicht verändert? Morgens zur Arbeit, das muss man sagen, er arbeitet die Nächte durch. Ihr Mediationsvorschlag? Ich frage hier nur, das ist eine Frage. Was hat sie, oder Sie kommen morgen Mittag, wann immer Sie zur Arbeit kommen, fühlt sich gut an. Was hat sich geändert? Man hat sich an Vereinbarungen gehalten. Das machen wir. Super. Hand drauf, es hat schon gegongt. In der Show verspreche ich alles. Aber das ist nicht rechtsbindend. Felix, ja, wir sehen uns. Das ist doch mal das Gleiche. Wir sehen uns nachher, scheiß ich dich zusammen.